Einige Menschen, die mit ihrem Leben unglücklich sind, nehmen es Gott übel, dass er sie erschaffen hat. Sie sagen, ich wollte gar nicht zur Welt kommen. Gott hat mich gezwungen. Tatsächlich stimmt das. Weder Gott noch unsere Eltern haben uns gefragt, ob wir leben wollen. In einer seiner depressiven Phasen schreibt der russische Dichter Alexander Puschkin ein Gedicht, in dem er gegen Gott rebelliert. Vergebliche Gabe, zufällige Gabe, Leben, wozu bist du da? Oder durch welches Schicksal verurteilt bist du zum Tod? Durch welche feindselige Macht ist mir das Nichtsein genommen? Die Seele erfüllt mit Leiden, der Verstand durchnetzt mit Zweifel. Kein Ziel gesetzt vor mir, das Herz nur leer, so wie der Verstand. Schwermütig quält mich sehr der monotone Lebenslärm. Wir sehen hier einen Menschen, der seinen Lebenssinn verloren hat, der nicht weiß, wofür er lebt. Er prangert sogar Gott an. Durch welche feindselige Macht ist mir das Nichtsein genommen? Es geht ihm innerlich so schlecht, dass er das Nichtsein dem Leben vorzieht. Auch heute kommen Menschen immer wieder in diesen Zustand. Was könnte man erwidern? Der Moskauer Metropolit Filaret Drozdow antwortete Puschkin ebenfalls mit einem Gedicht. Nicht vergebens, nicht durch Zufall, das von Gott geschenkte Leben, doch zu Recht dort im Verborgenen, ist's verurteilt zur Trauer. Das war ich, so eigenwillig, zog das Böse hervor aus der Tiefe, selbst erfüllte das Herz mit Leiden, regte den Verstand mit Zweifel. Lass mich wieder an dich erinnern, der du von mir Vergessener, scheine durch das Dunkel der Gedanken und erschaffen wird durch dich ein reines Herz, ein lichter Verstand. Hier haben wir die Antwort. Der Sinn des Lebens verschwindet für einen Menschen, wenn er alleine ist. Die Einsamkeit ist das Größte, was uns quält. Nicht immer wollen wir es verstehen. Wir denken oft, unser Unglück kommt vom Schmerz, von Krankheiten, von nicht erfüllten Wünschen. Aber in Wirklichkeit wird ein Mensch glücklich durch die Liebe zu anderen und vor allem zu Gott. Wer das Leben nicht will, ist auf sich fixiert. Das kann verschiedene Ursachen haben. Jemand wurde so erzogen, jemand wurde durch das Leben so geformt. Aber es gibt immer und zu jeder Zeit unseres Lebens einen Ausweg, Gott lieben zu lernen. Dazu braucht es eine Therapie, eine Heilung. Nicht immer reicht es aus, einfach nur in die Kirche zu gehen und die Gebete aus dem Gebetbuch abzulesen. Es braucht eine innere Umkehr. Man muss lernen, anders zu denken und zu fühlen. Dabei kann ein guter geistlicher Vater helfen. Manche psychischen Probleme muss man von einem vorzugsweise christlichen Psychologen behandeln lassen. Man braucht kompetente Hilfe. Doch es ist möglich. Ein anderer Aspekt hängt mit dem Sinn des Lebens zusammen. Wofür lebe ich? Jeder Mensch will glücklich sein. Aber heute wird das Glück oft so verstanden, dass ich alles tue, damit es mir gut geht. Ich richte alle meine Kräfte auf mich, suche eine Arbeit, die mich erfüllt, suche Menschen, mit denen ich mich glücklich fühlen soll. Das Problem dabei ist jedoch, dass es sich um einen egoistischen, oft egozentrischen Weg handelt. Dabei wird vergessen, dass der Mensch nicht erschaffen wurde, um für sich selbst zu leben. Wir sollen für Gott und für andere Menschen leben. Wer also versucht, glücklich zu werden, muss versuchen, andere glücklich zu machen. Ansonsten wird er Jahr für Jahr immer mehr die Leere in sich selbst ausbauen und fühlen. Puschkin schaffte es, aus seiner Depression und Apathie zu entkommen. Dem Metropoliten Filaret erwiderte er später: Ich goss Tränen unerwartet und deine wohlklingenden Worte, sie salbten meines Gewissens Wunden, das reine Myron mich erfreuend. Der Dichter erkannte, dass
der Zustand seiner Seele aus seinem eigenen Leben, aus seiner eigenen Lebenseinstellung hervorging. Er musste die Wunden seines Gewissens heilen, um aus der Depression herauszukommen und wieder Lebensfreude zu erlangen. Ich sage das nicht als Anschuldigung, sondern als Einladung. Die Lebensfreude ist für jeden möglich. Ja, Gott hat uns nicht gefragt, als er uns schuf, aber er hat etwas Gutes getan. Er hat uns das Leben geschenkt. Das Leben ist schön und um etwas Gutes zu tun, braucht man keine Erlaubnis. Das Drama ist, dass wir das Leben nicht immer glücklich leben können. Wiederum, nicht durch Gottes Wunsch, sondern durch unsere kranke Seele, durch die Erziehung, die wir von unseren Eltern und Vorfahren erhalten haben, durch die vielen Wunden, die uns durchnetzen. Doch der Herr hat uns nicht verlassen. Jeder hat die Möglichkeit zur Heilung. Gott und andere Menschen helfen uns. Verzage nicht.